Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Harvest Moon One World. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne, zur heutigen Folge. Ich durfte die Wolle und die Milch und das alles behalten. Ja, Wolle und Milch wird verkauft. Und den Kompass behalte ich. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Wir sollen 5 Kartoffeln anbauen. Ich schmeiß mal den Kompost damit drauf. Habe ich die Tiere jetzt eigentlich von ihm bekommen oder muss ich die mir noch kaufen? Ich glaube, die muss ich mir noch kaufen. Beim letzten Mal haben wir die Viehzucht von jemandem beigebracht bekommen. Ich verstehe zwar noch nicht ganz, wie das aufgebaut ist. Also klar, streichen, melken und hier alles. Aber wie ich halt einfach das Streichen beispielsweise skippen könnte. So. Das ist einfach irgendein Haus. Schade, ich kann die Milch nicht einfach mitnehmen. Die Black Screens von diesem Spiel sind echt lang. Hallo Benny. Komm hier halt in Garnison vorbei. Mach ich. Ich würde gerne ein paar Tiere kaufen, um ehrlich zu sein. Oh, hier ist noch ein Geist. Was gibst du mir? Kartoffelsamen. Aber als ob die Stadt jetzt nur aus dem einen Haus besteht. Ich habe leider noch keine Angel, sonst könnte ich auch noch Fische angeln. Hey, Shining! Denkst du, du bleibst lange in Kalison? Du musst aus deinem Haus Aufenthalt auf jeden Fall das Beste rausholen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger in Kalison bleiben. Ich warte noch, bis ich das anbaue. Was ich da gerade gefischt habe. Warte mal, da fällt mir noch ein. Unter Minus, wenn ich auf die Karte gehe. Und auf erste Geister gehe. Dann kann ich mir die Dinger noch hier markieren. Dann werden die mir doch angezeigt, oder nicht? Okay, hier müsste ich shoppen können. Ja, ich sehe das Shiny-Meme schon wieder vor mir. Keine Sorge. In Gemischwarenladen kannst du Werkzeuge, Dünger, Futter und Baumsprossen kaufen. Ja, die Axt kann Holz hacken und einen Hammer. Die bräuchte ich beide. Wenn du eine große Menge an einer bestimmten Feldfrucht oder Blumenart verkaufst, kannst du sie für diese auch Samen kaufen. Ah, es macht also Sinn, die Dinger erst hier zu verkaufen. Hallöchen, kann ich dir helfen? Du hast zwar hier Items, die ich gerne hätte, aber die kosten momentan noch zu viel. Und mein Gott, sind die Sprosse alle teuer. Ich kann mir allerhöchstens Tierfutter gerade leisten. Läuft dein Hund? Nee, das ist ein Hase. Oder? Hier ist das Tiersymbol. Wie viel würde es kosten, sich ein Tier zu kaufen? Ah, okay. Die will mir erst hier Sachen geben, wenn ich ihr das gebracht habe, was sie haben will. Ich habe nur Kartoffelsamen und die kann ich nicht verkaufen. Die muss ich anbauen. Sind in Häusern hier sonst noch wer? Hier ist jemand. Das ist eine Frau. Oh, bist du nicht Elias, Freund? Ich hoffe, ihr beide versteht euch gut. Ja, bisher schon. Also mein erstes Ziel wäre es auf jeden Fall, Hammer und Axt zu kaufen. Da ist schon wieder ein Geist. Warte mal kurz. Ich glaube, ich spüre etwas. Ich spüre die Anwesenheit eines schlummernden Erntewichtels. Wir scheinen ihn noch nicht wecken zu können. Vielleicht müssen wir zuerst etwas tun. Wir werden ihn wohl erstmal links liegen lassen müssen. Aber keine Sorge, du schaffst das schon, Shining.
Auf jeden Fall erstmal den Samen hier abernten. So, was ist hier? Hier sind Pilze. Nochmal ein Wichtel. Zwei sogar. Ein Apfel. Da hängt noch wesentlich mehr als ein Apfel an dem Baum. Eine Eiche. Süßkartoffelsamen. Ich denke mal, dass ich da unten nicht durch kann. Hi. Scheint, ja, okay. Einfach nur irgendein Gespräch mit einem Typen. Also, abgesehen mit so Hauptcharakteren, die einen Namen haben, wenn ich jetzt nicht vorlesen, was die Leute da so von sich geben. So. Wie viel bringen die mir denn? 1G, 50, 100. Behalte ich erstmal. Ich habe ein paar Samen. Ich habe 3 Samen. Wenn ich es richtig sehe. Nee, ich habe sogar 4. Wie geht bald die Ausdauer aus? Also die Äpfel könnte ich aber schon verkaufen. Im Moment. Hier, die Äpfel, die wachsen doch bestimmt recht schnell nach. Weil ich muss ja auch irgendwoher Geld beziehen. So, schlafen. Ich habe 600 gemacht, 200 noch und ich hätte das, was ich brauche. Um mir zumindest eine Axt oder einen Hammer zu kaufen. So, ich soll Benny besuchen. Aber erstmal muss ich das hier gießen. So, mit Benny sollen wir reden. Und die Wichte sind täglich neu da. Da muss ich die auf jeden Fall einmal alle absammeln. Weil so komme ich ja an die Samen alle ran. Die brauche ich ja jetzt zu Anfang erstmal. Hi, Benny. Du bist heute wiedergekommen, nicht? Die sehen immer noch nicht gut aus. Ja, du hast recht, Shining. Diese Tiere sind in keiner guten Verfassung. Insbesondere die Kuh da drüben. Sie ist sehr mager und gebrechlich aus. Du meinst Emily und die anderen? Oh ja, das belastet mich. Sie werden tagtäglich dünner. Ich werde daraus nicht schlau. Wir sollten Gabrielle mal dazu fragen. Oder Benny? Gabrielle? Wer ist das denn? Sie ist Tierärztin außerhalb der Stadt. Tierärztin vielleicht, aber ich traue ihr nicht über den Weg. Als wir sie das letzte Mal gebeten haben, ein krankes Tier zu untersuchen, wollte sie einen Haufen Geld für die Diagnose haben. So viel konnten wir unmöglich bezahlen, also hat sie uns nicht geholfen. Sie hält sich meistens von den Dorfbewohnern fern. Ja, ich mache mir Sorgen wegen Emily. Warte. Würdest du für uns mit Gabrielle sprechen, Shining? Ja, am Ortsrand. Du willst wirklich hingehen? Na klar, warum nicht? Wenn du darauf bestehst, werde ich dich nie aufhalten. Aber sei vorsichtig, ja? So, wo ist denn diese Gabrielle? Wahrscheinlich da oben, oder? Suchen wir mal. Auch wenn im Fall mir gerade da links was zeigt, will ich mal gucken, weil hier ist ja auch so eine Sackgasse, was ich da eigentlich finden kann. Muss doch auch was sein. Oh, hier ist diese Händlerin. Die Samantha. Gute Reise, Shining. Falls du mal irgendwas brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Und hier ist noch ein Pixie. Oder ein Wichtel. Oh, ein Kürbissamen. Ansonsten finde ich hier oben nichts. Da muss ich jetzt mal nach links laufen.
Also ich finde es ja wenigstens schön, dass ich die Samen alle gratis kriege, ne? Bei dem früheren Harvest Moon musstest du einen Haufen Geld dafür berappeln. Hallo, Gabriel. Und was führt dich an einen Ort wie diesen? Sag, Shining, denkst du, das ist die Gabrielle, die wir suchen? Ja, da unten ist ein krankes Tier. Ganz recht, mein Name ist Gabriel. Benny, ach ja, dieser Viehzüchter, und? Ich habe von Ihnen hier gehört, aber was ist mit der Farm? Der ist nicht so gut. Gut, ich denke, ich hab's kapiert. Hier, nimm das. Noch mehr Samen. Grassamen von Gabriel erhalten. Was soll ich damit? Du kennst dich mit Sarkus aus, oder? Das ist dieses magische Zeug, das Gras wachsen lässt. Pflanze die Samen in die Erde und kümmere dich gut darum. Dann nimmt der Zauber seinen Lauf. Genau, statt Samen möchten wir, dass sie Emily untersucht. Tut mir leid, das geht nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Jetzt geh schon, verschwinde. Unser Geschäft ist abgeschlossen. Oh wie, was sollen wir nur tun? Shining, sie weigert sich, Emily zu untersuchen. Ja, sieht aus, als wenn wir zurückkehren, könnten wir die Gras pflanzen. Kann ich noch mit der reden? Die ist auf jeden Fall wieder so ein Elf. Eine weiße Aubergine. Und ein Pilz. So, wir sind jetzt wieder hier. Oh, willkommen zurück, Shining. Wie ist es gelaufen? Gabriel hat dir einen Grassamen gegeben. Was ist denn ein Samen? Ja, daraus wachsen Pflanzen. Etwas so kleines wird zu Gras. Ich nicht zu fassen. Ist das nicht toll, dass sie sowas dabei hatte? Glaubst du, es ist besonderes Gras? Tja, das wirst du dann ja sehen. Hey, Shining, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn du Gras ziehen kannst, würdest du Benny dann etwas geben? Er mag zwar rau wirken, aber er ist echt verzweifelt wegen Emily und der anderen Kühe. Er läuft jeden Tag durch die Ebene und sammelt wie verrückt Futter, aber es reicht nie aus. Und trotz all dem vergisst er nie, die Stelle zu reinigen oder sich um die Tiere zu kümmern. Die Leute schätzen ihn wegen seiner Art oft falsch ein, aber im Grunde ist er ein wirklich guter Kerl. Und obendrein ist er ein Künstler. Er zeigt mir dann und wann, wie man malt. Was ich damit sagen will, ist, bitte schätze Benny nicht falsch ein. Hihi, freut mich zu hören. Es ist auch ziemlich nett von dir, Shining, dass du dir Sorgen um Emily machst. Ich hoffe, Benny und du werdet gute Freunde. Wegen der Sache, nach der ich vorhin gefragt habe, würdest du es für ihn tun? Na klar. Klasse, danke, Shining. Er wird sich bestimmt sehr freuen. Sobald wir etwas Gras gezogen haben, geben wir es Benny. Ja, das wird aber wahrscheinlich ein bisschen dauern. So, jetzt darf ich noch mehr Felder bestellen, weil ich noch mehr Samen habe und bald keinen Platz mehr habe. Und ich habe es geschafft, in meinem Inventar ist nur noch die Eiche, die ich genauso gut dem Teil hier geben kann. So, füllen und schlafen gehen. Und dann gucken wir mal, wie unsere Farm morgen früh aussieht. Ich habe natürlich kein Geld gemacht, weil ich nichts reingeworfen habe. So, dann gucken wir mal. Ist irgendwas davon schon gewachsen? Naja, es geht, ne? So, hab jetzt alles gewässert. Ich denke mal, viel mehr werden wir hier gerade nicht tun können. Ich kann hier in den Stall gehen, aber ich habe natürlich keine Tiere. Was ich mal eben kurz gucken könnte, ob ich im Laden schon was kaufen kann mit den 850, die ich habe. Also kaufen kann ich momentan nichts. Ich kann noch mit Benny eben kurz reden. Weil der halt möchte, dass ich hier jederzeit vorbeikomme.
Aber ich kann nicht weitermachen, bevor ich hier jetzt nicht die Gras-Dinger alle abgeerntet habe. Ich glaube, ich mache das ab sofort wirklich auf Twitch mittlerweile. Wahrscheinlich auch heute Abend um 8 Uhr. Ich habe dieses Video, was jetzt gerade kommt, nämlich Freitag hochgeladen. Dass ich dann auf Twitch so 2 Stunden das Spiel dann mal streame. Und auf YouTube kommt dann das, was wirklich relevant ist, also was wichtig ist. Weil wenn ich so das mache, dann sitze ich hier noch ewig dran. Und dann habe ich auf Twitch wenigstens auch noch was davon. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!